Ihr Lieben, heute geht es um eine bahnbrechende Erkenntnis. Wer blind ist, sieht nicht alles. Also im Grunde sieht jemand, der blind ist, nichts. Aber man kann natürlich auch viel kompensieren durch unsere anderen Sinne. Den Tastsinn, den Geruchssinn, das Hören zum Beispiel. Da kann man schon eine ganze Menge wahrnehmen. Aber die Gefahr ist groß, wenn man nicht sehen kann, dass einem dann doch wichtige Dinge entgehen. Und dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen von der Art, Atemschutzausbildung bei der Feuerwehr, die ich im letzten Jahr durchlaufen habe. Da habe ich nämlich ganz interessante Erfahrungen gemacht. Wir sollten lernen, uns in einem verqualmten Raum zurechtzufinden. Da ist es dunkel und da sieht man wirklich nichts. Und da wir natürlich kein Gebäude anzünden konnten zu diesen Übungszwecken, haben unsere Ausbilder uns die Masken abgeklebt. An die Maske kommt ja dieser Atemanschluss dran, der uns dann aus der Sauerstoffflasche mit Luft versorgt. Und dieses Visier vorne, wie gesagt, hat man uns abgeklebt, um zu simulieren, dass wir uns in einem verqualmten Raum bewegen. Und da konnten wir uns dann natürlich nur tastend vorwärts bewegen. Wir sind da also durchgekrochen. Wir haben auch einen Auftrag mit auf den Weg bekommen, nämlich vermisste Personen in diesem Raum zu finden. Das waren keine echten Menschen, sondern das waren Feuerlöscher. Die wurden durch Feuerlöscher simuliert, die wir in diesem Raum finden sollten. Und ja, der Trupp, dem ich angehörte, fühlte sich total klasse hinterher, denn wir haben tatsächlich zwei Feuerlöscher gefunden in diesen Räumlichkeiten. Mussten dann aber feststellen, dass wir doch leider einen übersehen hatten, der sich ein bisschen weiter oben an der Wand befand. Und ja, das war schon eine sehr unschöne Erfahrung, denn bei einem echten Wohnungsbrand hätte das zum Beispiel ein Kind in einem Hochbett sein können. Vermisste Personen befinden sich nicht immer zwangsläufig unten auf dem Fußboden irgendwo. Was ich auch sehr interessant fand, war, als wir nachher diese Räumlichkeiten abgegangen sind, bei Licht und sehend, da habe ich festgestellt, dass ich mir ein völlig anderes Bild von der Räumlichkeit gemacht hatte. Ich bin vorher noch nie in diesem Gebäude gewesen und vorher war ich auch noch nie in diesem Raum. Aber wenn man sich da bewegt und tastet und hört, dann entsteht im Kopf ein Bild von dieser Räumlichkeit. Ich hatte eine Vorstellung, wie es da aussehen könnte. Und die Wahrheit, die sah nachher aber ganz, ganz anders aus. Also der Raum sah in Wirklichkeit ganz anders aus, als ich mir das in meinem Kopf vorgestellt hatte. So, und das hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, sehen zu können. Und wenn wir es nicht können, aus diesem Zustand irgendwie rauszukommen, damit wir die Wahrheit erkennen können und damit wir all das wahrnehmen, was auch wirklich da ist. Ja, und die Nummer mit dem Sehen oder genau hinsehen können, das lässt sich jetzt natürlich auf ganz unterschiedliche Bereiche übertragen. Zum Beispiel auf unsere Mitmenschen. Da ist es auch ganz wichtig, dass wir alles wahrnehmen, was da ist und dass wir in der Lage sind, die Wahrheit zu sehen. Und auch dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen ist. Hat zu tun mit einem Erste-Hilfe-Kurs, den ich mal gemacht habe. Der liegt schon sehr, sehr lange zurück. Und ich bin da sehr dankbar, dass unsere Ausbilderin uns damals die Augen für etwas geöffnet hat. Und zwar dafür, wen wir da vor uns haben, wenn da ein ohnmächtiger Mensch vor uns liegt, dessen Atem nach Alkohol riecht. Dieser Mensch muss nicht besoffen sein und es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass man diesen Menschen nicht geholfen hat, weil man sie für bezecht gehalten hat und hat dann gesagt, naja, okay, der oder die muss dann halt ihren Rausch ausschlafen und dann ist alles wieder gut. Nein, es war nichts wieder gut, denn das sind Diabetiker gewesen, die stark überzuckert waren. Und wenn das passiert, dann ist es schnell zu, dass der Atem nach ja, Alkohol riecht. Die Apothekenumschau hat das so beschrieben. Dann riecht der Atem nach Aceton, ähnlich wie Nagellack oder überreife, faulige Äpfel. Dieser charakteristische Geruch kündigt neben anderen Warnzeichen oft eine beginnende Ketoazidose an.
Und Ketoazidose ist eine schwerwiegende Stoffwechselentgleisung bei Insulinmangel. Also diese Menschen sind nicht betrunken, die brauchen ganz, ganz dringend Insulin. Und deshalb ist es so wichtig für uns, genau hinzugucken und unsere Betriebsblindheit abzulegen, um so jemandem dann helfen zu können. Das kann einem Menschen unter Umständen das Leben retten. Naja, und jetzt muss es natürlich nicht immer gleich um lebensbedrohliche Situationen gehen. Manchmal reicht einfach schon unser alltäglicher Umgang miteinander. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass wir genau hingucken gucken, was wir für einen Menschen vor uns haben und was mit diesem Menschen vielleicht los ist. Und versuchen, die ganze Wahrheit zu sehen, um einfach mehr Verständnis für diesen Menschen aufbringen zu können und vielleicht auch einfach liebevoller mit diesem Menschen umzugehen. Und mir selber ist das schon passiert. Da habe ich so manche Dinge über manchen Menschen erfahren, wo ich dann gedacht habe, ach, guck an, so ist das also, hätte ich nicht gedacht, aber das erklärt so einiges. Und ich habe tatsächlich sehr viel mehr Verständnis für diesen Menschen gehabt. Also auch da ist es wichtig, die ganze Wahrheit zu erkennen und genau hinzugucken und zu versuchen, unsere Blindheit abzulegen. So, Jesus heilt einen blinden Mann. Das ist einerseits dazu gedacht, um zu demonstrieren, ich bin Gottes Sohn und ich bin mit einer gewissen Macht ausgestattet, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, uns deutlich zu machen, wie wichtig es ist, Blindheit abzulegen. Also das soll auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Und diese Geschichte, diese Heilung, die richtet sich natürlich auch in erster Linie gegen die Pharisäer, die Jesus für extrem betriebsblind hält, wenn es um den Umgang mit anderen Menschen geht und eben, wenn es auch darum geht, wie sie Gott sehen, wie sie Jesus Christus sehen und wie sie den Glauben sehen. Da sind die Pharisäer ziemlich blind. Das kommt allerdings erst in den Versen nach der Heilungsgeschichte vor. Jesus Christus kann uns also heilen, kann uns von unserer Blindheit befreien und dabei helfen, die Wahrheit zu sehen und kann helfen, dass wir Vorurteile abbauen und dass wir es vermeiden können, andere Menschen zu verurteilen. Und das gilt nicht nur für andere Menschen, das gilt auch für Gott, aber dazu komme ich noch. Als erstes möchte ich aber nochmal auf die Schuldfrage gucken. Die spielt in dieser Geschichte ja auch eine Rolle. Die Jünger von Jesus sind ja fest davon überzeugt, dass der blinde Mann selber schuld ist an seiner Blindheit. Er muss entweder selber was angestellt haben oder seine Eltern haben irgendwas angestellt, haben gesündigt. Und Gottes Strafe für diese Sünde ist jetzt die Blindheit. Und Jesus macht aber ganz deutlich, nein, solche Dinge passieren einfach. Diese Blindheit ist einfach passiert und da ist niemand schuld dran. Und ich finde das ein ganz schönes Beispiel für unsere Blindheit heutzutage, an der wir ja ganz oft auch nicht schuld sind, sondern im Prinzip die Umgebung oder die äußeren Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Wir leben ja in einer bestimmten Kultur. Wir leben unter Menschen mit einer bestimmten Meinung und mit bestimmten Verhaltensweisen. Und das prägt uns natürlich alles. Und das kann uns auch blind machen für gewisse Dinge. Die Gesellschaft, in der wir leben, die Religion, mit der wir es zu tun haben, die Kultur, die uns prägt, die gibt uns ja eine Vorstellung davon, was richtig oder falsch ist, was gut ist oder böse. Da bin ich nochmal bei der Vorstellung, die wir uns dann selber machen durch die äußeren Einflüsse, ohne selber die Wahrheit gesehen zu haben. Also ganz ähnlich wie in der Atemschutzausbildung, wo ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte, wie dieser Raum in Wirklichkeit aussieht, weil ich da noch nie drin gewesen bin. Durch das, was ich sonst habe wahrnehmen können, habe ich mir ein Bild gemacht. Und das passiert uns natürlich auch mit anderen Menschen, dass wir uns ein Bild machen, was dann aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Aber es ist einfach geprägt durch die äußeren Einflüsse. Und da bin ich dann auch schon gleich bei Gott.
Das betrifft auch Gott, dass wir eine Vorstellung von Gott haben, die uns ja von außen verpasst worden ist, sozusagen. Dass man uns zum Beispiel beigebracht hat, Gott ist ein ganz fürchterlicher Gott, ist ein strafender Gott. Ich kenne tatsächlich Menschen, die Angst vor Gott haben, weil man ihnen Gott so nahe gebracht hat, als richtenden, als strafenden, als rächenden Gott, der sagt, du hast dieses oder jenes getan und deshalb kommst du in die Hölle. Oder du hast dieses oder jenes nicht getan und deshalb kommst du in die Hölle. Und das ist meiner Meinung nach ein völlig verzerrtes Gottesbild. Und auch da ist ein Jesus Christus wieder, der da einschreitet und uns die Augen öffnen kann und uns die Wahrheit sehen lässt. Die Wahrheit ist die, ja, selbstverständlich stellt Gott Regeln auf, die wir auch dringend brauchen für das Zusammenleben miteinander. Und natürlich wird es auch Konsequenzen haben, wenn wir diese Regeln nicht befolgen. Aber das ist ja nicht das ganze Bild, sondern da gehört ja auch noch zu, dass Gott ein gnädiger Gott ist und ein Gott der Vergebung und ganz allem voran ein Gott der Liebe. Also das, was wir unter Umständen ertasten, wenn es um andere Menschen geht, sind natürlich oberflächliche Dinge, die uns dann eben auch unter Umständen ein falsches, ein verzerrtes Bild bescheren. Dasselbe gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für Gott. Das, was wir ertasten, ist die Tatsache, dass Gott Regeln aufstellt. Aber was wir dann unter Umständen übersehen, ist die Tatsache, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass Gott vergibt und wir übersehen die Führung und die Weisung und die Tatsache, dass Gott es gut mit uns meint. Genauso wie wir auch an anderen Menschen deren Fähigkeiten und deren Qualitäten übersehen können, wenn wir nicht richtig hingucken, beziehungsweise wenn wir nicht richtig sehen. Und genau dabei will uns ein Jesus Christus helfen und dabei kann uns ein Jesus Christus auch helfen. Wir müssen das nur zulassen und es ist auch ein bisschen Eigeninitiative gefragt. Da finde ich das Beispiel von dem blinden Mann wieder sehr, sehr schön. Der wird nicht einfach nur geheilt, sondern der muss noch aufstehen und muss sich den Schmutz aus den Augen waschen und das müssen wir auch. Wir müssen das wollen. Wir müssen bereit sein, genau hinzugucken und vielleicht auch das, was wir sehen, zu hinterfragen oder die Bilder, die wir im Kopf haben, zu hinterfragen. Und das betrifft die Bilder, die Vorstellungen, die wir über andere Menschen haben, genauso wie die Bilder und die Vorstellungen, die wir in Bezug auf Gott haben. Denn das kann tatsächlich überlebensnotwendig sein am Ende. Es kann uns dabei helfen, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen zu retten. Und es macht am Ende auch unser eigenes Leben sehr, sehr viel schöner, wenn wir das ganze Bild sehen und wenn wir die Wahrheit sehen. Amen.